So, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Galaxy 1. Und jetzt bleibt noch eine Galaxie offen in dieser fünften Kuppel. Und zwar die Kreaturenfabrik. Okay, geben wir es an. Eigentlich auch eine ziemlich einfache Sache, möchte ich meinen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Okay, Unterkönig auf dem Lavaplaneten. Ja, doch, das ist eigentlich ziemlich einfach. Keine große Schwierigkeit. So, und da haben wir auch schon den Lavaplaneten Mensch. Und da befindet sich der Endbosskampf. Und wir landen erstmal wieder auf einem total zerstückelten Planeten und müssen wieder hier sonst was freischalten. Und ich würde euch wirklich raten, erstmal die Gumbas hier zu besiegen. Denn die könnten sehr nervig werden hier bei dieser Mission, und zwar extrem nervig. Autsch. Ich bin zwar auf ihn raufgejumpt, aber egal. Gut. Und tot. So, dumm wäre es gewesen, wenn er jetzt von alleine runtergesprungen wäre. Das hätte ich natürlich nicht toleriert. So, muhaha. So, okay, den Rest kann ich eigentlich so wegschleudern. Sei denn, er fällt runter. Nee. So, jetzt bist du aber unten. Muhaha. Ich bin halt böse. So, genau. Komm her. Ein Früchtchenfreund. So. Jetzt den ganzen Weg zurück. Wir können auch abkürzen einfach. Nein. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, Mensch, du musst da einfach nur reinfliegen. Meine Güte. Ach ja, und das ist das Honorar. Wir können weiter. Juhu. So, und hier diese Platten, die versinken. Das ist sehr schlecht. Und hier haben wir wieder die schlimmsten Gegner, die es gibt. Nämlich die Gegner, die man nicht besiegen kann. Und jetzt das Altbewährte. Wir müssen die Kokosnüsse wegschleudern. Das Schöne ist, dass sie so zielsuchend sind. Das ist echt geil. Ja. So spart man sich einiges, und da hinten ist die Sonne. Muhaha. Ein episches Bild. Und dann wieder Baby Bowser. Unser bester Freund. Wenn ich dir noch mehr große Sterne überlasse, wird mein Papa fürchterlich mit mir schimpfen. Da bleibt bloß eins. Meine ultimative Waffe. Auf geht's, Unterkönig. Oh mein Gott. Er hat sein großes Comeback. Als verbrannter roter König. Ja, er ist nämlich ganz schön farblos geworden. Und hat rote Augen. Meine Güte. Nicht skandalös. So. Jetzt ist das, was wir eben schon geübt hatten. Kokosnüsse wegwerfen. Yeah. Und er schleudert wieder diese grauenvollen Biester hier rum. Was ich sehr schlecht finde. Ah. Okay. So, hier ist ein guter Punkt. So, okay, das hat auch funktioniert. Muss man auch nur noch zweimal treffen. So, jetzt heißt es noch einmal. Ein einziges Mal, Leute, und es ist viel zu viel los. Ja, toll. Ne? Das ist echt genial. Boah, verbrennt doch mal, ihr komischen Gegner. So, okay, es hat noch funktioniert, wie auch immer das funktioniert hat, und das hat nicht funktioniert. Ja, komm, schleudere noch mehr Gegner hier hin und her. Und es hat funktioniert, Leute. Endlich. Meine Güte, das war ein Kampf. So. Das war ein harter Kampf, aber ich habe ihn gemeistert, und die Platten versinken jetzt auch nicht mehr. Und ich kann einfach diesen großen Stern nehmen, ohne irgendwelche Hindernisse, und diese Galaxie ist auch schon wieder vorbei. Meine lieben Freunde, das ging sehr schnell. Ein episches Bild. Oh yeah. Okay, so. Und wir haben jetzt ein türkisfarbenes Kraftfeld. Das ist sehr schön. Und auch die letzte Kuppel wird freigesetzt. Ja, freigeschaltet.
freigeschaltet und das ist auch noch eine extra Kuppel. Naja, es ist keine Kuppel, naja. So, da oben ist das Loft. Uhaha. So, 84 Sterne, wenn das mal keine geile Zahl ist. So, und, ja, 19 Sternteile, das geht ja. Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Und ja, warum sind es jetzt auf einmal nur 4 Galaxien und warum haben wir ja einen Kometen? Egal. Warum nur 4 Galaxien? Ja, weil, der Endboss-Kampf nämlich nicht dort stattfindet, sondern da unten. Ja. So kann es gehen. So, und jetzt machen wir erstmal den Kometen. So, wo war der Komet? Ah ja, ich verstehe. Okay, das heißt, wir müssen wieder... Ja, wenn wir den Komet fertig haben, dann will ich erstmal eine andere spezielle Sache machen. Damit wir uns hier dieses ganze Gelaufer sparen können, weil das geht ja schon ein bisschen auf die Nerven, weil wir uns die ganze Zeit hier hoch teleportieren müssen. Und das kostet Zeit. Und wie wir alle wissen, haben wir heutzutage keine Zeit mehr, sondern nur noch das Geld. Und das Geld haben wir auch noch nicht, also brauchen wir noch weniger Zeit. Haha. Okay. So, und wie befürchtet, es war die Spielzeuggalaxie, Spielzeugschachtelgalaxie. Und zwar diese beiden, oder beziehungsweise die Kettengalaxie, Kettenplaneten, genau so war es gewesen. Das war unser Kettenplanet. Tempomodus um die Böden. Ja, jetzt ist alles ein bisschen flinker. Aber naja. Du, 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 du. Okay. So, also alles nochmal im Schnellformat. Ja, okay. So. Okay, ja, alles ein bisschen extrem schnell. Aber es ist noch im Rahmen des Machbaren. So, was hast du zu sagen? Wenn du darüber willst, probier es nochmal mit einem Sprung. Okay. Das weiß ich mittlerweile schon. Ach, wir müssen hier unten lang. Okay, das kann ich mir nie merken. So, das hätten wir auch. So, jetzt heißt es noch eine Platte. Dann hätten wir diesen Platten. Wo hat der mich bitte getroffen? Und wie hat der mich bitte getroffen? Ja, ich will es nochmal versuchen, bitte. Okay, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Ach egal, ich pfeife auf Sternteile. Meine Güte, sollen die doch da verrecken. Wenn sie schon in Boxen verstecken, ist das ihre eigene Schuld. So, und diesmal will ich nicht zu nah angehen. So, okay, merken, niemals zu nah rangehen, sonst ist es dein Untergang. Okay. Und rüber! Geht doch. So, jetzt können wir da hinten hin und dann hätten wir es aber auch wirklich geschafft. Für diesen Teil des Planetens. Jetzt heißt es wieder hier. Wow. Rübergehen. So, wo sind die Platten? Wo sind die Platten? Hier sind die Platten, okay. Oh Mann. Autsch. Ja, genau. Okay, so. Und das hätten wir. Meine Güte, ihr merkt schon, der Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen gestiegen, aber... Wie gesagt, alles noch im machbaren Bereich. Und ich darf nicht zu nah rangehen, weil irgendwie haben die einen ziemlich großen Bereich. Aber ich habe eine Münze bekommen und mit dieser Münze bin ich unbesiegbar. Muhaha. Naja, krieg ich nicht, aber egal. Also diese Kamera, die ist schlimm. Ich meine, die sich immer so wechselt, dass man in eine Art Falle läuft. Aber okay, so. Jetzt müssen wir noch... So, noch eine Platte, noch eine Platte. Ja, danke schön. Oh Mann. Viel zu schwierig das Ganze hier. So. Und jetzt haben wir ja eigentlich nichts mehr zu befürchten, außer die große Dummheit, die hier immer noch überall rumläuft. Naja. Muhaha, geiler Sprung. Okay, so, und Stern geholt. Wenn das mal nichts war. Und da hinten ist ein Fenster. Windows lässt grüßen. Ja, es ist überall.
Und dann würde ich sagen, beende ich diesen Part auch schon an dieser Stelle. Er könnte etwas kurz gewesen sein, aber... Obwohl, nee. Das nächste, was ich vorhabe, hängen wir noch hinten dran. So. Dann wird der Part halt ein bisschen länger, egal. So, hier ist nichts mehr zu tun. Das ist schön. So, okay. So, jetzt müssen wir hier rüber. Ach so, jetzt können wir hier, jetzt haben wir hier eine gute Abkürzung gefunden. Nämlich jetzt können wir von da unten wieder schön hoch, ohne dieses ganze Gelaufe. Aber ich möchte noch besser abkürzen. Wenn du nach unten willst, stell ich hier rauf. Okay. Naja. Was bist du? Ach nee, du bist ja hier der Luma. Der Gourmet-Luma. Aber dich will ich nicht. Ich möchte hier lang. Das Kinderzimmer ist hier. Ja, das Kinderzimmer finde ich ziemlich geil. Weil dieser Ort euch sehr bekannt vorkommen müsste. Diese Musik ist schön. Oh ja. Wen haben wir denn da oben? Es ist Rosalina. Dieser Stern ruft viele Erinnerungen wach. Ich habe mich sehr gefreut, ihn mit den Lumern zu besuchen. Wir kommen nämlich bloß einmal in 100 Jahren hier vorbei. Der Luma, der mit dir reist, wird auch bald wachsen und ein Stern werden. Manche werden Planeten, andere werden Sonnen und manche werden Powersterne. Ich reise mit ihnen, während sie nach einem Ort suchen, an dem sie wiedergeboren werden können. Aber wer konnte schon ahnen, dass so etwas passieren würde? Ja, so kann's gehen. Habe ich das richtig gehört? Es gibt also mehr als 120 Powersterne? Es scheint, dass Mama dir vertraut. Ja, ihr erinnert euch, das ist der misstrauische Luma, der uns unser Geheimnis nicht anvertrauen wollte. Tja, wie schaut's hiermit aus? Wenn du die 100 lila Münzen hier alle einsammelst, werde auch ich dich anerkennen. Das ist ein roter Stern, ihm wohnt unsere Kraft inne. Wenn du in der Luft einen Dreher ausführst, kannst du durch den Himmel fliegen. Drücke A und bestimme die Richtung, in die du fliegen willst, mit dem Joystick. Wenn du alle 100 lila Münzen eingesammelt hast, erlaube ich dir, den roten Stern auch woanders zu nutzen. Ja, der rote Stern ist die geilste Verwandlung in diesem Spiel, wie ich finde. Und leider wird die Kraft auch nur hier wichtig sein. Ansonsten ist diese Kraft eigentlich sehr unwichtig und kommt in diesem Spiel auch nicht wirklich großartig weiter vor, was ich ein bisschen schade finde, weil das ist das geilste Feature in diesem Spiel, wie ich finde. Und gleichzeitig kommt noch ein anderes Feature hinzu, was ich ziemlich kacke finde, nämlich die 100 lila Münzen sammeln, so ein 100 Münzen einsammeln Ersatz. Naja, als fliegender Mario spring hoch und hab... Achso, und heb mit einer Drehattacke ab. Ja, und die Musik ist hier auch das geilste. Und ja, Steuerung ist hier etwas. Ja. Jedenfalls das auch eine ziemlich geile Musik. Und ich kann die ganzen lila Münzen hier nicht sammeln. Weil ich einfach zu unfähig bin. Aber okay. Aber ich finde diese Verwandlung einfach nur geil, auch wenn die Steuerung hier ein bisschen schwer ist. Und man kann auch... Moment mal. Ah ja, wenn man mit A drückt, dann hält man an und kann die Richtung bestimmen, in der man fliegen will. Ja, und ihr merkt schon, die Musik wird schneller.
Das heißt, die Verwandlung ist bald zu Ende. Außer jetzt muss ich hier warten. Auf jeden Fall ziemlich geil, dieser Planet und diese Verwandlung und alles. Deswegen mache ich das hier ganz gern, auch wenn es ziemlich zeitaufwendig ist. Aber diese 100 Lila Münzen Mission ist noch ziemlich einfach. Die kommt in jeder großen Galaxie vor, also wo es 6 oder mehr Sterne gab. Und ich glaube, jetzt habe ich hier auch alles, ja. Okay, jetzt kann ich hier lang laufen. Na, komm. So. Okay, 34 von 100. Also wie gesagt, das hier ist, obwohl es ist nicht das Einfachste. Ach, was mache ich denn da? Stimmt ja, mit dieser Verwandlung kann man ja nicht mehr so. Ach, übrigens. Damit kann man auch in der Nähe liegende Münzen oder Gegenstände einsammeln. Was ziemlich geil ist. Naja. So, okay, hier gibt's nichts mehr, oder? Nein, okay. So, dann war es das auch schon hier. Auf jeden Fall war schon über die Hälfte. Ja, und wie gesagt, schade, dass diese Attacke nicht weiter einen großen Sinn hier in diesem Spiel hat, was ich ziemlich schade finde. Denn eigentlich ist es wirklich die geilste Verwandlung, die es gibt. Aber okay. Wow. Schwere Verfolgungsjagd hier. Oder was soll das? Lass mich bloß in Ruhe. So. Nein, doch, hier will ich hin. So, hier, das kann man alles so einsetzen. Alles wunderbar, kein Problem. Natürlich kann man sich das einfacher machen, indem man sich die die Sternkraft hier holt. Oder was auch immer, wie ich das nennen soll, die Verwandlung. Und ja, dann immer da in der Nähe ist eine Wirbelattacke macht, weil dann kann man das alles hier ziemlich einfach einsammeln. Aber ich mach's so. Oh, herrje. Was machst du denn hier? Nein, ich brauche jetzt nicht. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ziemlich schade. Und schade auch, dass es im zweiten Teil nicht vorkam. Weil das wäre geil geworden, wenn es im zweiten Teil auch noch vorgekommen wäre. Diese Verwandlung, aber naja. Es sollte wohl nicht so sein. Naja. Dann ist es doch umso schöner, wenn hier die Kraft vorkam. Und ihr gebt mir ganz schön auf den Geist, wisst ihr das? Ja. Hier würde sich ja auch die Kraft nützlich machen. Aber okay, es hat doch so funktioniert. Sieht witzig aus, wie so dieser, wo diese Münze so komisch geleuchtet hat. 98, zwei fehlen uns. So, letzter. Wo bist du? Letzte Münze. Der zu spät, Komma. Wo könnte es bloß sein? Okay, das will ich jetzt eigentlich nicht, aber okay. Ja, das ist immer das Tolle an diesen Missionen. Man kann immer schön zum Schluss die letzte Münze suchen und da haben wir sie auch schon. Die liegt hier ganz offen rum. Und da haben wir auch den einzigen roten Stern in diesem Spiel. Und jetzt fliegen wir noch einmal kurz ein bisschen rum. Ja, wir fliegen außerhalb der Erdatmosphäre. Yeah. Uhu. Okay, das war jetzt der höchste Punkt, den wir erreichen konnten. Und wir fallen direkt darauf, meine Güte. Dö, 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 dö. Ach ja, so geil. Ich kann nur schwärmen. Ich kann nur schwärmen. Und dieser Part wird sehr lang. Aber okay, es ist mir egal. So, mein Freund, ich hab's geschafft. Was hast du zu sagen? Hm, nicht schlecht. Mehr hast du nichts zu sagen? Okay. Dann holen wir uns den Stern. Ein sehr geiler Stern, wie ich finde. Das mache ich immer wieder gerne. Auch wenn es lila Münzen sind. Aber es macht doch Spaß. Oh ja.
Aber die Lila-Münzen werden wir so schnell nicht wiedersehen. Erst später. Die Lila-Münzen des Sterntors. Sterntor-Galaxie. Ihr erinnert euch, die hatten wir anfangs auch gehabt. Das heißt, wir haben jetzt den zweiten Stern in dieser Galaxie. Und wir haben ein Gourmet-Luma. Oh ja, selbst dort gibt's einen. Und ich beende den Part an dieser Stelle. Und ich habe eine Nachricht. Was für eine Nachricht soll ich denn bitte haben? Hier ist ein Brief von Prinzessin Peach. Ach so. Pilze. Ja, ich brauche noch ein bisschen Stuff hier. Ja, in Gefangenschaft ist sie wundervoll fürsorglich. Also, naja, leck mich. Bis zum nächsten Mal und ciao.